Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu Assassin's Creed Valhalla. So, wie gesagt, in meinem kurzen Übersichtsvideo, was am Sonntagabend rauskam, habe ich schon gesagt, ich wurde von Ubisoft eingeladen, das Spiel mal 3 Stunden anzuspielen. Und ich habe euch jetzt darum gebeten, mir doch Fragen, die ihr habt, zum Spiel, zum Gameplay, aber auch zum Hintergrund zuzusenden. Und dieses erste Video soll sich ein bisschen mit einer der prominentesten Fragen, die ich bis jetzt bekommen habe, ein bisschen auseinandersetzen. Und zwar, wie das denn in Assassin's Creed Valhalla ist mit Mythologie, mit sowohl nordischen Mythen, aber auch anderen Mythen, da komme ich gleich nochmal ein bisschen zu. Und wie das Ganze im Vergleich direkt zu Assassin's Creed Odyssey aussieht. Also Kernthema war eigentlich schon das erste Mal, als ich die Frage bekommen habe beim letzten Stream, aber seitdem auch haben mir ein paar Leute noch geschrieben, die im Grunde genommen dieselbe Frage hatten. Und das fußt so ein bisschen daraus, dass die älteren Assassin's Creed-Teile ja noch relativ in Geschichte gefußt waren. Natürlich gab es da auch schon vergangene Zivilisationen und Gegenstände, die überwiegend mächtig waren und auch irgendwie Anspielungen auf Alien und Halbgötter und epische Waffen und sowas. Aber Assassin's Creed Odyssey speziell hat das Ganze nochmal eine Schippe, hat er nochmal eine Schippe draufgelegt und da gab es dann Gorgonen und im DLC gab es dann, kleiner Spoiler, gab es Atlantis und mit dem Speer des Leonidas, der dann irgendwie eine epische Waffe war, die mit der Kraft von alten Zivilisationen und egal. Aber ganz viel, was nicht mehr wirklich in Geschichte zu verorten ist, sondern wirklich eher in Mythologie, in Fantasie, in kreatives Design und sowas reingeht. Und wie sieht das jetzt speziell in Assassin's Creed Valhalla aus? Und während hier im Hintergrund schon mal so ein kleiner, denke ich mal, Weltboss-Fight läuft, ungefähr so läuft das dann auch ab. So, und zwar gibt es im Spiel, soweit ich das mitbekommen habe, in meiner 3-stündigen Demo von dem Spiel, gibt es schon Überschneidungen mit gerade nordischer Mythologie. So, ich schneide jetzt hier mal kurz einen Ausschnitt rein aus einem dieser Weltbosse, den ich angetroffen habe, mit kleiner Hilfe meines Demoisten. Und diese Person, sage ich mal, gegen die ich da gekämpft habe, das hat schon was von einem Sekiro-Bossfight oder sowas. Also, oder in Richtung Dark Souls rein. Und gerade von der Optik her, aber auch von dem, was in dem Kampf so passiert, mit Schattenprojektionen, die da auch noch rausspringen und wie die ganze Umwelt auf einmal aussieht und sowas, das ist schon nicht mehr irgendwie historisch debattierbar. Aber was wir hier im Grunde genommen haben, ist ähnlich wie in Assassin's Creed Odyssey so eine Art Bossfight. Ob es jetzt in Odyssey Gorgonen waren oder halt irgendwas anderes, für die Leute, die da das noch nicht durchgespielt haben oder sowas, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Gorgo war ja schon im Teaser-Material vorhanden, von daher ist das nicht so das Problem, denke ich mal. Und hier in Assassin's Creed Odyssey gibt es auch solche Gegner. Allerdings scheint es mir, zumindest nach den begrenzten Erfahrungen, die ich jetzt in der Demo machen konnte, als ob Ubisoft da wieder so ein bisschen zurückrudert. Also während man in Assassin's Creed Odyssey noch gesagt hat, oh, eine Gorgo oder Atlantis, ist das hier schon ein bisschen unterschwelliger. Also gerade wenn wir uns den Anfang der Szene angucken, hier sehen wir gerade Ivar, wie sie in dem Fall hier, vor einer Zeremonien, Hinrichtungsaufbahrung steht und dann tropft da irgendwas aus der Nase raus und auf einmal trifft das auf irgendwas am Boden, ob es jetzt Stein ist oder irgendein Pulver oder sowas und dann kommt der Rauch da und man ist irgendwie sofort, man schüttelt sich und man ist irgendwie, es scheint so, als wäre Ivor benebelt und dann erst kommt diese Person im Hintergrund da und man, die ganze Welt verändert sich in diesen Dunst rein und Ivor spricht dann noch von einem Cider-Using-Troll. Cider-Using-Troll! Also quasi, kommen wir gleich noch ein bisschen zu den Begriffen. Und der Kampf beginnt, nachdem da noch so ein bisschen Text rumgeht. Jetzt muss man dazu sagen, diese Begegnungen sind nicht die Regel, absolut nicht.
Soweit ich das gesehen habe, es gibt in der, selbst in der Region, in der ich zugange war, da Ostanglien, gab es mehrere von diesen Weltbossen. Einer davon, hier, zeige ich mal kurz, ist ein ehemaliger Kampfgefährte von Ragnar Lothbrok und hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt und ist Fischer geworden. Und dann haben wir eben sowas hier wieder. Eben dieses Cider Using Troll. Und zu den Begriffen Cider, wenn ich das irgendwie falsch ausspreche, wie gesagt, ich bin weder Isländer noch irgendwie bewandert in altnordischen Sprachen, aber heißt so viel wie Zauberei. Meistens gesehen in eher so schwarze Magie, also übler Zauber, obwohl es auch noch Unterscheidungen gibt zwischen weißem Cider und schwarzem Cider, und hier wird einfach nur von Zauberei in Anführungszeichen gesprochen, das ist auch noch so, ja, okay. Nicht zu verwechseln mit Fjölkingi, das ist auch nochmal vielseitig Magie und sowas. Also da gibt es auch viele Unterscheidungen, aber hier einfach nur Cider bedeutet so viel wie Zauber. Und Troll in diesem Fall bezeichnet eigentlich nur, dass es also nicht faktisch ein Troll ist, sondern eine außerweltliche Kreatur. Man kann das in dem Kampf hier sogar noch einigermaßen verorten, weil die Person, gegen die wir da kämpfen, die spricht des Öfteren von Utgard oder Utengard, und Utengard und Utgard, die eingedeutschte Version, ist quasi ein Bereich auf dem Weltenbaum außerhalb von Midgard und Asgard, der von, ich glaube, Utgard Loki beherrscht wird, also angelehnt an Loki selbst und nicht der Loki, sondern Utgard Loki, das ist der Loki aus Utgard. Ganz, ganz lustige Geschichte. Und quasi, was Ivor hier sagt, ist einfach nur Zauberei benutzen des Andersweltwesen, wie auch immer. Und jetzt kann man das natürlich erstmal für bare Münze nehmen. Ja, wir kämpfen da gegen eine Magierin, ein Wesen aus einer anderen Welt, einer anderen Dimension oder sowas. Allerdings, wieso ich gesagt habe, hier versucht Ubisoft wahrscheinlich wieder so ein bisschen zurückzurudern, ist, dass hier durch dieses Vorgeplänkel mit diesem aufgebahrten Ritual da, und da tropft da was aus der Nase und dann kommt dieser Rauch und Ivor atmet den ja auch irgendwie ein, kann man hier schon irgendwie sagen, dass es halbwegs sogar historisch erklärbar ist. Denn vielleicht haben wir hier eben nicht die Szene, wie sie uns hier präsentiert wird, sondern vielleicht wird uns hier im Stil von hier, wie heißt das Spiel mit Senua's Sacrifice, das war das Spiel, jetzt muss ich gerade selbst einen kurzen Cut machen, muss nur gucken, wie das Spiel heißt, egal. Da geht es ja auch darum, dass das, was sie im Grunde genommen da sieht, nicht unbedingt die Realität ist, sondern da geht es ja nochmal um andere Psyche und sowas, aber hier eben atmet Ivor ja vor dem Kampf irgendwas ein und erst dann verändert sich die Welt und erst dann sieht sie diese Kreatur, gegen die sie da kämpft. Und es ist noch nicht mal irgendein riesiger Troll, irgendetwas, wo man jetzt sagen könnte, oh ja, okay, wir kämpfen da jetzt zumindest gegen etwas Riesengroßes, sondern wir kämpfen gegen eine humanoide Gestalt, die irgendwie auch realistisch gegen uns kämpft. Mal ist sie besonders schnell, mal kommen dann natürlich auch diese Gestalten aus uns raus, aus ihr raus, nicht aus uns. Und kann man das irgendwie für bare Münze nehmen? Muss man das für bare Münze nehmen? In diesem Fall würde ich hier sogar sagen, ja, hier haben wir so ein bisschen eine Anlehnung an Mythologie zu tun. Aber dann auch nicht so richtig und nicht so krass wie jetzt in Assassin's Creed Odyssey. Was mich tatsächlich bei dem ganzen Thema Mythologie noch mehr interessiert, wäre jetzt nicht unbedingt, gegen wie viele Trolle kämpfen wir in dem Spiel und wie viele Magier und Schamanismus und keine Ahnung was, sondern ob sich diese Bossfights auch auf christlicher Seite schlagen lassen. Also gegen christliche mythologische Gestalten. Ob wir da jetzt das ganze Spiel nur mit Cider-Using Trolls konfrontiert werden, oder ob wir tatsächlich auch mal gegen einen Cherubin kämpfen, also gegen so einen Engel, Beschützer des Himmels in Anführungszeichen, mit vier Flügeln, ob wir da vielleicht mal eine Begegnung hatten. Ich meine, im Grunde genommen, das, was bei mir in der Demo noch am ehesten da dran kam, ich blende das hier mal kurz ein, ich hatte das Privileg, gegen eine Nonne zu kämpfen, die ich dann auch
etwas, sagen wir mal, K.O. geschlagen habe. Es war einvernehmlich und sie hat angefangen, so viel nur dazu. Also das interessiert mich tatsächlich an dieser ganzen Debatte, wie viel Mythologie steckt eigentlich in Assassin's Creed Valhalla noch mehr? Ob wir jetzt die ganze Zeit nur mit nordischer, skandinavischer Mythologie bombardiert werden oder ob wir gerade in der Thematik Christentum gegen skandinavischen Paganismus auch mal christliche mythologische Gegner haben, was wir bis jetzt ja noch so gesehen noch gar nicht hatten in den Spielen. Aber da könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren lassen und gerne auch noch eure Fragen, die ihr sonst noch zu Assassin's Creed Valhalla habt. Ich werde dann versuchen, sie soweit zu beantworten, wie es geht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.